Moin Moin, mein Name ist Hendrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, ich habe mir in der Nacht das Bein gebrochen. Weiß gar nicht, haben wir das gezeigt, aber ich glaube nicht, ne? Dass ich angegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob wir die Nacht aufgenommen haben. Nee, Nacht haben wir nicht aufgenommen, schade. Nee, ich habe auf jeden Fall gegen Nacht eine Zombie-Horde gehabt und ja. Habe die schon ein bisschen in meine Falle gelockt. Und mir dabei das Bein gebrochen. Darum fahre ich jetzt mal nach Hause. Ich komme auch nach Hause. Ich bin nämlich infiziert. Wo ist mein Moped? Also ich werde auf meiner Baustelle schon häufiger angegriffen als unsere Seefestung. Mein Moped. Ich weiß nicht, wo der Moped ist. Wieso ne? Ach, ich habe das Moped natürlich direkt hier, direkt vor meiner Höhle hingestellt, damit ich auch auf jeden Fall es wiederfinde. Narf. Ich bin auch ein Dödel. Whoop, boink, boink. Und war mal am nächsten Tag 35, ne? Ja. Mhm. Also morgen sozusagen. Den müssen wir quasi ja noch in der alten Basis verbringen. Ist deine Basis ja schon verteidigungsfertig? Da ist noch nichts zum Verteidigen. Hier ist noch die alte. Also da ist die Verteidigung maximal die Höhe. Ja, ich habe da auch noch nicht viel. Also das kannst du nicht vergleichen mit dem, was wir da schon haben. Nee, die sollten wir auf jeden Fall in der alten Basis noch verbringen. Mal gucken, ich bin gespannt, ob da genauso viel los ist wie davor oder ob da jetzt wirklich mehr kommt. Ja, mal schauen. Also die letzte rote Nacht war ja wirklich langweilig irgendwie schon. Ich glaube, hat man hier überhaupt repariert? Nee, da fehlen ein paar Stacheln, aber das ist ja, das kann man morgen nebenbei machen. Also ja, da müssen wir keinen extra Tag für aufbringen. Nö, das ist nö. Ich glaube, Stacheln haben wir auch noch genügend in Reserve. Das ist alles, ja, alles ich kein auch. Problem. Aua. Was steht heute an? Also ich habe mir überlegt, klar, ich möchte natürlich an meiner Höhle weiterbauen, aber wir können ja hier nicht Folge nach Folge nur Höhlen bauen, oder? Klar können wir das. Also du kannst ja gerne an dem Türmchen weiterbauen. Ich würde mich so ein bisschen, ja, mal durch die Gegend machen, gucken, was wir für Händler haben, in der Hoffnung, dass ich ein Bierbraubuch finde. Und da würde ich dann jetzt auch entsprechend das ganze Zeug, was wir zum Verkaufen haben, mal mitnehmen. Mhm. Also eigentlich möchte ich nur das Buch Tasting and Brewing haben und ich glaube, das ist eins dieser Bücher, die man wirklich ausschließlich beim Händler kriegt. Obwohl ich jetzt das Bier bisher nicht brauchte. Ich habe zwei mitgenommen, aber meine Ausdauer war eigentlich top. Also ja, es tut aber nicht weh, es trotzdem zu haben. Nein, weh tut es schon mal gar nichts. So. Nee, ich passe Leute weiter. Ach, hier ist ja noch Zeug drin. Bei dir oder bei mir? Ja, in dem Moped. So, jetzt hatte ich das eine mal reingepackt, weil du gehörst ja irgendwie nach Hause oder irgendwas war. Ach, ich hau das hier einfach rein, zack. Oh, Platz. Na gut, das eine Ei, das bringe ich nochmal hoch. Ja, ich habe gerade Bock zu bauen. Ich will meine Basis weiter verteidigen. Mach das doch, ist doch okay. Ja, mach ich auch. Pfeile müssen wir uns auch mal demnächst organisieren. Da sieht es auch langsam mau aus. Ja. Also 250 oder so, das ist eine, sag ich mal, können wir uns mal einmal mit voll ausrüsten und das war's. Ja, das dann, ich meine, ich bin ja jetzt sowieso gleich unterwegs. Da kann ich selbstverständlich entsprechend auch nach Pfeilen etc. Genau, mach das mal, weil nach Federn, weil Federn, sag ich doch. So. Das ist der Nachteil, wenn man nämlich die ganze Zeit mit dem Moped fährt. Ja, man sammelt nicht mehr so viele Federn. So, Silbernuggets, Diamanten, das und das. Und noch irgendwas, das man schön verkaufen kann, irgendwelche Nuggets oder so nehmen. Musst du gucken. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, das soweit. Haben wir hier irgendwelche Herausforderungen? Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Okay.
tierisch gut, dem Freund und Helfer, wir gehen nicht vor die Hunde. Ich guck gerade, was wir hier so für Herausforderungen haben, aber ich würde mich einfach auf den Weg machen, mal gucken. Achso, vielleicht sollte ich auch nochmal gucken, wo ich hinfahre. Der Händler bei uns, haben wir ja schon mehrfach festgestellt, der ist ja nicht so. Wir können ja die Herausforderungen können wir wieder mal so am so einen Tag nach der blutroten Nacht machen. Also heute baue ich noch, dann kommt die blutrote Nacht. Und dann können wir mal so Herausforderungen machen. Schatz suchen könnten wir ja auch mal, aber ich glaube, wir haben keinen Schatzplan oder so, ne? Also kann sein, dass die noch im alten Haus sind. Ja gut, dann gucke ich mal später, wenn ich dran vorbeifahre, nochmal nach. Oh, ich wollte das Moped noch ein bisschen auftanken. Zack. Oh, vielleicht sollte ich auch noch was essen und trinken, bevor ich mich auf die große Suche mache. Essen und trinken ist nie verkehrt. Weil dadurch, dass ich ja eigentlich nur immer einmal am Tag esse, / trinke, sollte ich das dann auch wirklich nicht vergessen. Lebe der Wildbrateintopf. Ja, der ist super. Mit dem kann man sich echt super schnell hochheilen. Ja, einmal das, man heilt sich super hoch und. Was wolltest du sagen? Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen mit mir selbst geredet. Ja, red doch mit uns, du brauchst doch nicht mit dir alleine reden. Oh Mann, ich rede doch mal lieber mit mir selbst, um meine Gedanken zu sortieren. Nee, also man kann sich super hochheilen und dann ist das natürlich auch total super für dieses Wohlfühlding, also wie viele Maximalpunkte man hat. Genau, das wird, glaube ich, auch gesteigert. Genau, wofür es noch super, ja, es hält einen einfach auch wirklich lange genährt. Also bei mir reicht das wirklich für einen Tag. Und wenn du bei 25% Hunger oder sowas bist, ist da ein Wildbrateintopf und bist auf 100%. Da braucht man nicht so zigtausend verschiedene gegrillte Wildbret oder Finkenspeck essen, auch wenn das natürlich immer super ist, aber da spart man sich einfach ein bisschen was. Das stimmt. Was ich glaube ich auch noch gar nicht gezeigt habe. Ich habe ja jetzt in der Nacht, das kann man ja nachts immer machen, buddeln. Ein Tunnel von, also ich bin ja auch schön tief reingegraben. Ach komm, wir gehen einfach mal lang. Hier ein bisschen tief runter. Da ist ein Bär. Zombiebär oder normaler Bär? Nee, echter Bär. Also normaler Bär. Sollte ich es wagen? Ich habe ja hier mein Moped und kann ja immer vor dem so ein bisschen wegfahren. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Das werde ich hier später nochmal verkleiden. Das gefällt mir so noch nicht. Aber wie gesagt, lang und schmutzig runter. Was machst du da? Moped! Kommt ihr dir zu nah? Und dann habe ich hier so durchgebuddelt. Buddel, 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 buddel. Und wo ich mir die Beine gebrochen habe, ist genau nämlich hier. Hier geht's steil runter, sollte man nicht einfach so rausrennen. Und was ich noch machen wollte, ist das hier ein bisschen verstärken. Boah, ich habe mich tatsächlich getroffen. Luke, der Killer. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist mir eindeutig zu nah an meinen Eingang. Bleib doch mal stehen, ich muss dich looten. Ja, bis auf das. Opa, der Bär hängt irgendwie fest und kommt nicht näher. Dann kannst du ihn ja töten. Ja, ich versuch's. Oh, hier ist ein Nest. Ach ja, ich könnte ja mal eine Tresortür bauen. Hält ja ganz schön viel aus, der Bär. Ja, ist nicht so wie bei Simist. Bei Simist brauchte ich nur ein oder zwei Schüsse. Dann war der platt. So, wir brechen das nochmal ab. Wir brauchen da eine Tür. Machen wir erstmal eine einfache. Und jetzt können wir da weiter. Cobblestone machen. Der Pflastersteine. Zack, zack. So, und ich mache die Türen immer ein bisschen tiefer rein, weil mein Gedanke ist immer, da könnte ich so viele Zombies gleichzeitig draufschlagen.
das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Also langsam könnte der Wärmer sterben hier. In meiner Logik her bringt das was. Der Bär ist tot, der Bär ist tot. Nein, ich mag Bären, ich möchte eigentlich nicht, dass Bären getötet werden, aber... Im Spiel das ist ja schon. Nur ein Spiel, das ist ja nur ein Spielbär, genau. Und was ich nicht gebrauchen kann, sind hier auf meinem Hügel verfickte Bäume. Was ist denn das schon? Beispielsweise... Oh, scheiße, ich hab vergessen, Antibiotika zu nehmen. Vielleicht hat hier der Baum ein bisschen Honig für mich? Nein. Der Baum hat keinen Honig für mich. Na, fahren wir mal weiter. Gut, ich bin motorisiert. Ich find's nett, dass um meinen Hügel schon Nester sind. Ich habe jetzt schon irgendwie 20 Federn gefunden. Nett. Ohne groß nachzusuchen. Schicki schicki. Find ich auch. Noch ein bisschen Holz. Holz brauchen wir auch. Werden keine Bäume gepflanzt, weg damit. Auch kein Mensch hier. War das auch ein See direkt am Schneegebiet? Okay. Ich überlege. Ach doch, wir machen den äußeren Rand nochmal weiter. Damit wir nicht reinfallen, können wir ja nochmal hier von alles zumachen. Nicht, dass ich da noch reinfalle und mir weiter meine Beine breche. Oh, mein gebrochenes Bein ist geheilt. Oh, eine Dose Birnen. Stacheln fehlen unten noch, aber das kommt später. Das kann man später machen. Ach so, brauchen wir eigentlich mal wieder Nitrat? Ist an der Nitrat. Auch immer Nitrat, aber wir haben kein Nitrat mehr. Das habe ich eliminiert. Okay, weil ein bisschen was würde ich dann doch gerne nochmal für auch Dünger verwenden. Nee, aber ich hab, wie gesagt, Nitrat haben wir nicht mehr. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich meine Punkte hier verbinden soll, aber na gut. Du schaffst das schon. Ja, ich grab jetzt einfach mal lang und mal gucken, was passiert. Und dann mache ich mir da irgendwie einen Plan oder ich mache da irgendwie was. Irgendwann mache ich das mal. Mal, was der Händler hier oben so hat. Ach, ich verbinde das einfach und mogel das irgendwie hin, das passt schon. Das wird schon irgendwie passen. Hier. Dein Eingang, Junge. Hier war schon jemand von uns. Zumindest ist die Tür auf. So, kann ja ach ja, der Stein war ja auch noch auf meiner Karte. Klar waren wir hier schon mal drin, aber das ist schon lange, lange her. So, hast du denn was Interessantes für mich, Trader Jimmy? Erstmal will ich was verkaufen. So, du hast Bücher, Bauplan, Lederbeinschienen. Wow. Secret Stash, Bauplan, Kettensäge. Lederbeinschienen, Lederbeinschienen. Ach, sehr Hammer, Lederbeinschienen. Ah, faszinierend. Boah, die Nachtsichtbrille ist echt teuer. Aber die könnte man auch finden eigentlich. Ja, ja, die kann man auch finden. Die kaufe ich nicht. Also ich setze die nie ein, also es ist einfach zu hell und ja, also ich finde sie in einer blutroten Nacht eigentlich relativ praktisch, um ehrlich zu sein. So, dann fahren wir einfach nochmal ein bisschen hier rüber. Ich fahre jetzt einfach mal schon ein bisschen durch die Gegend. Tut.
Da, wo Löcher am Boden sind, kann ich dann ja mal Dingsen sammeln hier. Wie heißen sie gleich? Dingsen? Nitrat! Warte mal, ich brauche ja auch noch neue Dingsen. Ich liebe Dingsen. Dingsen? Ah, super. Habe ich schon. Neue Reifen. Ah, Dingsen. Ja, Dingsen halt, ne? Ja, Dingsen halt. Verstehe, Dingsen. So, wo wirfst du was ab? Dann fahre ich nochmal dahin. So. Fahr gleich mal zum Drop Loot. Drop Loot. Drop Loot. Yeah! Hier ist ein Loch im Boden. Ich will das Moped abstellen, wo man es kennt. So. Gucken wir mal, was wir hier so im Boden haben. Wo ist denn das Loch? Ey, wo ist denn das Loch? Ach, wo bist du? Da bist du. Was denn für ein Loch? Hier ist ja noch nicht mal ein Zombie. Pilze nehme ich noch mit, wenn die hier schon so praktisch wachsen. Nein, ach zu. Kerzen. Ah, buddel das doch mal weg da. Dann brich das mal ab, wir brauchen jetzt langsam. Yay, yeah, ich hab 300 Nitrat für dich abgebaut. Super. Pulver habe ich auch erstmal genug, also. Nitrat? Ja. Nicht Nitrat, Schwarzpulver. Wer aus dem Nitrat, der Schwarzpulver. Ja, wie so gesagt, Nitrat können wir auch für Antibiotika und für Dünger. Ja, ich meine, dass wir die vielleicht einfach auf Reserve halten. Nein, nicht kaputt machen. So, dann fahren wir noch mal schnell zum Loot. Zum Loot, zum Loot. Tut. Mathilde fährt jetzt zum Loot hin. Gut. Ich kann überhaupt nicht singen. Stopp. Was? Du hast gerade selbst zugegeben, dass du nicht singen kannst? Ein Wunder ist geschehen. Halleluja, Halleluja. Sie hat zugegeben, dass sie nicht singen kann. Weil ich ärgere sie mich immer. Die Mathilde, wenn sie singt, dann sage ich immer, oh, hör auf, meine Ohren bluten. Ich singe halt modern und modern ist nicht immer wohlklingend. Das stimmt. Ach, ist das schön. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne singe. Ja, singt tut doch jeder gern, ne? Ah, da ist die Lootkiste, hier ist es steil. Oh, was haben wir denn? Antibiotika, oh perfekt, die kann ich gleich benutzen.
Ah, Schmerzmittel, Nailgun. Ah, Scharfschützenverschlussgehäuse, das kann man nehmen. Schmerzmittel auch. So. Dann wollen wir mal weiterfahren. In die Richtung. Oh, da ist ein Städtchen. Hier mache ich auch. Ich glaube, hier mache ich zu. Das wird jetzt zu viel. Das war stärker. Juhu! Und dann passt das. Boink, boink. Point, boink, boink, boink. Ich bin in Schrägen noch was. Bin ich ja auch vor allem in dem Tundra-Gebiet. In diesem Halbwüstending. Vielleicht begegnen mir hier ja ein paar Vögel. Oh ja, ein paar Vögel töten wir gar nicht verkehrt, du. Ja, ja, deswegen. Dann brechen wir das mal ab. Ich brauche die Schrägen. Stück. Kannst du davon wieder was machen? Aber wenn man so baut, dann geht der Tag echt extrem schnell rum. Ich habe noch nichts geschafft und der Tag ist schon wieder fast rum. Hm. Mann, oh Mann, oh Mann. Vögelchen habe ich bisher noch keine gesehen. Hui! Bergstraße, oh, noch eine Stadt. Oh, ich wollte da ja gar nicht hin. Ah, Geronimo! Hier mit, was mache ich damit? Hm. Das ist so zerstörtes Gebiet. Ein Händler, den ich da erblicke. Nach einem Händler aus. Hurra! Oh, Vogel! Halt erstmal. Da mal markieren. Vogel, Vogel, bist du Vogel? Ey, ich hab dich zweimal mit meiner Armbrust getroffen. Du musst tot sein. Okay, dreimal. Oh, direkt neben meinem Vogelnest. Viel praktisch. Das sind mal wieder 80, 90 Federn gewesen. Nice. Jo, das ist ein Händler. Gucken, vielleicht hat der ja was Schönes zum Verkaufen. Hallo? Wer ist der Kumpel? Raider Joel. Ah, Bauplan Armbrust, Bauplan Schrotflinte. Der hätte tatsächlich das Taschenmotorrad für Vollidioten im Verkauf. Ja, das findest du meistens, das sagen wir immer. Wenn wir es irgendwie gefunden haben, dann kriegst du es hinterhergeworfen. Ja, soll ich es dir nochmal kaufen, dass du es auch lesen kannst, oder brauchst du es nicht? Was sagst du? Ich würde eher andere Bücher. Ach komm, kauf's, ja.
mir gerade einfällt, nachher habe ich es doch. Ich weiß es gar nicht. Ja, jetzt habe ich es gekauft. Verkaufen können wir es ja wieder nicht, ne? Ja. So. Dann fahren wir jetzt mal da so hin. Ich muss ja so ein bisschen im Kreis fahren. Ich darf mich ja nicht zu weit entfernen. Da habe ich ein Problem nachher, wenn ich nach Hause möchte. Ja. Beziehungsweise ich würde dann wahrscheinlich in meine neue Basis fahren, damit ich dann in der Nacht meine neue Basis weiter ausbauen kann. Oh. Kritisches Gebiet, schnell ins Eis, juhu. Ich glaube, das, was ich hier baue, wird doch ein bisschen zu groß. Ja? Ja, ich habe so langsam das Gefühl, ja. Hm. Aber hey, ist egal. Dann baue ich da tagelang dran. Na, dann ist ja auch als großes Projekt gedacht und nicht als ein Projekt, das innerhalb von 2 Tagen irgendwie beendet ist, oder? Nee, wir haben ja auch Zeit. Also wir also, eben. Wir haben ja eine Basis, da sind wir definitiv in Schutz. Zu sehr in Schutz, meines Erachtens. Aber ist ja egal. Wir haben ja einen sicheren Rückzugsort, das ist ja wichtig. Und dann können wir uns ja jetzt mal auslassen, wo wir wollen, machen, was wir wollen. Alles gut. Überhaupt nicht im Stress. Eben, alles ganz gechillt. Da kannst du dein Türmchen in Ruhe bauen. Ja, ich baue meine Bergfestung in Ruhe. Ich bin übrigens sehr gespannt, inwiefern dann Smiley Face oder Totenschädel gewinnt. Ja, stimmt. Ja, ja. Eigentlich kannst du gar nicht so weit weitermachen, bis das nicht geklärt ist. Wieso? Ich kann doch die Inneneinrichtung machen. Okay. Ich baue halt außen nicht weiter. Ich mache die Deko außen nicht, aber innen, klar, wieso nicht? Musste ja mein Schlafzimmer einrichten und die Willkommenslounge. Eine Willkommenslounge. Und das, ja, ich machte eine Lounge. Wenn man reinkommt, wird man erstmal durch einen gemütlichen Bereich gehen, so mit Couch etc. Dann was, eine Werkstatt natürlich, eine schöne will ich einrichten. Und vielleicht sogar ein Badezimmer. Hm. Und vielleicht mache ich unten noch eine große Höhle, weißt du, so einen richtigen Kuppelsaal, so Hall of the Mountain King mäßig. Das werdet ihr alles nicht bei mir sehen. Es sei denn, er kommt mal bei mir vorbei, mich besuchen. Ja, das kann ich ja mal machen, wenn du fertig bist. Ja, ja. Dann machen wir mal so eine Roomtour bei dir. Oh, da ist noch ein Händler. Also ich habe da noch relativ viel vor, das heißt, muss jetzt nicht so schnell über den Daumen gebrochen werden, ob ich an meine Mauer einen Totenkopf oder ein Smiley-Gesicht machen möchte. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch zu entscheiden. Aber wartet nicht zu lange, weil ich bin schon im Kopf genau am Überlegen, wie ich das machen soll, dass das auch wirklich cool aussieht. Ich hoffe, es klappt auch so, wie ich es mir vorstelle. Genau. Ja, das wird bestimmt schön. Egal wie es wird, es wird schön. Vogel! Bei dir, nicht bei mir. Haha, Treffer. Komm her, du Geier. Ach, daneben. Könnte tatsächlich auch noch mal so ein
Feder liegt Tag machen. Ja. Nee, jetzt irgendwo halt hinfahren, nicht. Wo wir noch nicht waren und dann. Ja, einfach mal Federn looten, dass man die Vorräte aufgestockt werden. Hallo, Trader Bob. Und? Hat der was Geiles? Bauplan für eine AK. Nee. Bottom. Verdammt. Erbaut. Also so militärische Phasen könnte man vielleicht bei denen kaufen, aber... Ja gut, aber die finden wir auch, haben wir auch bisher immer so gekriegt. Wir haben ja auch Militärkleidung, die nicht geil ist. Die kann man einfach auseinandernehmen und schon hast du es auch wieder. So, aber ich glaube, dann würde ich mich doch langsam Richtung Heimat bewegen. Ja, ich würde auch sagen, wir machen erstmal einen Break. Ja, wir haben jetzt nichts viel gemacht. Also ich bin die ganze Zeit hier am Bauen gewesen, ein bisschen schaufeln hier und da. Was ich hier mit der Ecke mache, weiß ich noch nicht, weil die Rampe wäre mir hier irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei Höhen, das ist ein bisschen doof. Bisschen unterschiedlich, Ja, gut, ja, wie das jetzt zustande kam, weiß ich gar nicht. Ist jetzt einfach so passiert. Ich passe mich einfach hier den Gegebenheiten von der Umgebung an. Genau, weil das ist ja nicht alles gerade, wie es hier gewachsen ist. Es ist ja ein Kum und Shiva Berg und ja, dann ist es halt. Ups. Nicht beinahe die Beine brechen, Alter. Ich glaube, ich brauche keinen Turm bauen, weil diese Außenmauer, wo sie reinfallen sollen, die ist schon so hoch. da brauche ich keinen Turm mehr. Wie du willst. Oh, mal gucken. Besser. Oh, ich da. Oder ich mache hier einfach so eine Rundung. Ach, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt hier eine Rampe gegenbauen. Das heißt, wir brauchen Rampenteile. Rampe, ganz viele Rampe. Rampe, Schwampe. Gib mir mal 100 Rampe. Nicht, okay. Dann brauchen wir mehr Pflastersteine. Ah ja, ich wollte eigentlich aufhören. Genau. was soll ich sagen? Ich habe ihn schon wieder. Ich habe den Faden verloren. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Kommentar, Abo und alles hinterlassen. Glocken drücken und ja. Jo, denkt dran: Smiley oder Totenkopf. Smiley oder Totenkopf. Das ist das Wichtigste. Ansonsten. Absolut. Wünschen wir euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.